Hier, in dieser Region bin ich aufgewachsen. Hier ist immer noch meine Heimat. Doch die Idylle trügt. Der Klimawandel hinterlässt auch hier seine Spuren. Natur, Landschaft, ja ganze Ökosysteme sind bedroht. Darin sehe ich die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise überlagert gerade alles. Verdrängt wird, dass die ökonomische Krise mit der Klimakrise und mit der Armutskrise eng zusammenhängt. Maßlosigkeit, Gier und Verantwortungslosigkeit auf der einen Seite, fehlende Regeln, fehlende ökologische und soziale Leitplanken auf der anderen Seite. Mit Hunderten von Milliarden wurden kurzfristig die Banken gerettet. Hektisch wurden Konjunkturpakete geschnürt, damit die alte Wirtschaft wieder funktioniert. Einsicht und Umkehr sieht anders aus. Ohne grundlegende Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft werden wir aus der Krise nicht wirklich dauerhaft herauskommen. Ich bin überzeugt, wir müssen Armut und Klimaveränderung zusammen bekämpfen. Die aktuelle Krise ist die Chance, unsere Wirtschaft grundlegend zu erneuern. Wir brauchen eine neue Form, eine neue Struktur. Wir brauchen Technologien, die die Ressourcen und das Klima schützen. Wir müssen unsere Energie aus regenerativen Quellen holen, ganz ohne Atom. Wir müssen die Menschen mehr und gerechter beteiligen. Das sind die Grundelemente des neuen grünen Gesellschaftsvertrages. Aus der Krise hilft nur Grün. Deshalb am 27. September beide Stimmen für Grün.